Hallo und herzlich willkommen bei der www.kino-akademie.de. Moin Rainer. Moin Dennis. Hast du einen neuen Pulli? Sieht schick aus. Nee. Sieht so, muss ich jetzt gerade... Den hast du schon gesehen. Hast du vergessen. An den grünen Apfel denken. Ja. Ja, schön. Vielleicht war der mal grün, aber dann ist mittlerweile gelb geworden, oder? Sehr schön. Ja. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Wir stehen hier gerade bei minus 23 Grad hier unten im Studio, weil es ist kalt. Wir haben die Heizung extra nicht angemacht, weil wir wollen ein bisschen nachhaltig denken. Green and smart sind wir jetzt auch von der Keyboard Akademie. Green. Ja, mein Plomo sowieso. So, genau. Ja. Und es gibt ein Lied gerade in den Charts, und es gibt schon ein bisschen länger das Lied. Der hat so eine ganz besondere Melodie mit einem ganz besonderen Sound. Und da haben schon einige nachgefragt und wir sind auch ganz großer Fan davon. Und da Rainer lässt es ja nicht auf sich sitzen und sagt, den kriegen wir auch, den Sound kriegen wir auch in den Genos rein. Ja. Ohne dass wir da irgendwie Sound-Samples zuladen müssen. Nein, das schaffen wir auch mit internen Dingern. Und da würde ich mal sagen, was es für ein Sound ist, zeigen wir dir, nachdem wir das gespielt haben. Darum geht es eigentlich. Jetzt, genau, das Lied heißt As It Was. Ja. Und müsst ihr mal gucken, sonst einfach bei YouTube mal gucken. Da ging es um den Sound und mit diesen Sounds kann man noch schöne andere Melodien spielen. Ja. Und deswegen haben wir gedacht, das machen wir heute mal. Es geht also weniger um den Rhythmus, sondern einfach auch um den dazugebauten ja. Sound. Und ist das viel Arbeit? Man muss es nur finden. Das ist das. Und der ist wirklich versteckt. Ja. Jetzt nicht im Legacy-Ordner, gar nicht, sondern das Problem ist das, dass man den Sound erstmal entdecken muss, weil er so versteckt ist. Der Sound ist das hier, Wave Dancer. Und der Name heißt ja schon, ist ja schon Programm. Jetzt muss man es einmal kurz, ich habe das natürlich jetzt ein bisschen so gebaut. Achso, wir können einfach umschalten, dann haben wir den ja sofort. Okay. Ah. Der hat auch dynamische Kurven sozusagen. Drei verschiedene Wellenformen, deswegen heißt der auch Wave Dancer, denke ich mal. Okay. Der Tanz mit den Wellen. Also drei verschiedene Klänge in einem Verein sozusagen. Mhm. Der hier, dann kommt, ich versuche das mal zu treffen. Der, der. In der Mitte ist noch ein anderer, der ja, hier. Der. Ja, ein bisschen mehr, da. Okay. Und dann der und dann ein bisschen noch schärfer oben noch. Ne? Im Kern sind es irgendwie drei. Ne? Und letztendlich ist es die. Das heißt, wenn man mit einer fixen Anschlagsdynamik spielt, dann kann es sein, dass man den noch nie gehört hat, den Klang. Okay. Na, also leise anschlagen, aber wir wollen ja nicht immer leise anschlagen. Erstmal passt die Lage schon mal gar nicht, das ist eher das hier. Aber auch nicht so wirklich. Aber wenn man den in einer Lage höher spielt, dann hat man schon fast das Gefühl... Ja, geht in die Richtung, ne? Geht in die Richtung. Genau, das ist ein Zufallstreffer. Das ist immer diese, man fängt an zu suchen, bin vorne angefangen und auf P4 bin ich dann irgendwie fündig geworden, zufällig. Aber das ist ja auch noch, ein kurzer Power-Tipp oder ein kurzer Trick. Wird ihr auch sofort anfangen, man macht ja dann oft so den hier. Ne? Aber eigentlich fängt das Lied ja hier oben an, deswegen sollte man da auch dann spielen, wenn man sucht. Ja, genau. Wenn man sucht, ne? Dass man die Lage, die richtige Lage schon mal hat. Nicht? Genau. Ja, wie kriegen wir das denn hin, dass er jetzt eben nicht so wild durch die Wellenform springt? Das habt ihr eben so gelöst, dass ich hier, ich kann das mal eben zeigen, ich drücke mal direkt jetzt die Registrierung, so wie es dann hinterher auch aussieht. Das ist der Klang jetzt. Und jetzt schauen wir mal nach, wir können hier unter Voice Edit... Mhm. Hier unter Common links, da sehen wir es hier schon. Touch Sensitivity. Der ist auf 0 gedreht einfach. Sensitivity, so heißt es. Touch Sensitivity. Depth auf 0, die Tiefe, also überhaupt keine Anschlussdynamik. Auf 0. Das heißt, jetzt kann ich mit dem darunter befindlichen Regler, mit dem Offset-Regler, steht jetzt auf 89. Jetzt kann ich mit dem Regler. Ach so, die Dynamik. Den fixen Wert verändern. Genau, okay. Genau. Und wir brauchen jetzt nur noch so lange drehen, bis wir die Wellenform ganz gezielt angesteuert haben. Und das ist... Achso, jetzt ist jetzt quasi der zweite Sound, klingt noch mit. Das kommen wir gleich zu. Das ist der Sound hier. Und den habe ich so eingestellt, kurz bevor er... Ah ja, cool. Kurz bevor er den, 90 hätte ich einstellen können, ist egal. Das, so, ist geil, das ist so geil. Das ist grob, die Geschichte. Ja. Dann eben nochmal weiter auf Voice. Mhm. Dann jetzt eben, dass wir die Lage richtig haben. Gerade mussten wir hier spielen. Jetzt habe ich das eben oktaviert, also Oktav plus 1. Hier kann ich das ja einstellen. Ne? Oktav 1 steht hier. Steht werksmäßig auf 0. Und dann so ein bisschen geguckt, dass der, dass der Filter ein bisschen passt. Wir gehen nochmal rein, oben auf die, hier aufs Menü.
dann Voice Edit und jetzt den Filter so ein bisschen zugemacht. Ja, das ist ein bisschen sehr scharf gewesen. Minus 9. Also, ja, das sind jetzt die Einstellungen, die ich jetzt da vorgenommen habe. Mhm. Aber den Sound können wir auch wieder runterladen? Ja, ja. Okay. Genau. Das ist dann die Registrierung. Ja. Und alles fertig. Und dann Decay so ein bisschen. Ja, man kann das jetzt nicht im Detail, leider ist das die Hüllkurve nicht ganz vollständig hier. Von unseren Möglichkeiten, die wir jetzt hier am Gerät haben, über den YAM könnte man dann noch mehr machen, aber dann wird es ja wieder kompliziert. Dann muss man den YAM wieder starten und so weiter. Also hier am Gerät geht also aber so. Also der YAM ist ein externes Programm, wo man das, ja, die Sounds damit bearbeiten kann. Wo, ne, man noch viel mehr Detaileinstellungen hat. Ja, das finde ich auch schon sehr, sehr original. Genau, und dann ist noch drauf, was haben wir noch, ein bisschen Echo. Effekt, ein Delay. Ich habe das ist, glaube ich, im Original vielleicht irgendwas kaum hörbar. Auf jeden Fall verbreitert das den Klang noch ein bisschen. Und dann haben wir noch hier ordentlich Hall drauf und ein bisschen Chorus. Ja, mega. Um den Klang noch so ein bisschen weicher hinzubekommen. Das ist also auch so eine digitale Wellenform. Ja. Das könnte ein Quark Wave Station sein oder irgendwie sowas, nicht? Was mir aber auch aufgefallen ist, was richtig schön ist, ist die Kombination mit so einem ganz leicht angehauchten Pad dahinter. Ne? Ja, das ist das hier. Auf Ride 2? Ja. Darf ich mal drauf drücken, welcher Sound das ist? Ja. Ah. 80er Warmpad, ich weiß gar nicht. Bisschen schneller gemacht, glaube ich, weiß ich nicht genau. Im Detail ein bisschen gerne. Ich habe wieder Registrierung gedrückt. Ja. So, und das ist dann der hier. Der ist auch im Original da. Ja. Wenn der nicht da ist, dann klingt es ein bisschen einsam. Aber das ist schon die wichtige Welle, mega, natürlich. Mega, ne? Mega, mega gut. Ja, ja, genau. Und Style, also das ist jetzt auch ein User-Style jetzt geworden quasi. Also der ist mal ordentlich durch den Style-Creator gejagt worden. Was haben wir denn alles? Der Bass ist anders. Dann haben wir... Achso, das Schlagzeug. Da habe ich die Snares runtergepitcht. Die waren im Original viel höher. Und das Ride-Becken darauf gespielt, ist im Original nicht da. Wir können mal einmal kurz vergleichen. Der Original-Style ist hier da. British Sunny Pop heißt der. Wir hören mal einmal hier. Der Bass ist ein ganz anderer. Preset. Wo ist er noch? British Sunny Pop. Achso, hast du ihn schon gefunden? Ne, ich habe Dance Pop gerade gesehen. British Dance Pop. British Sunny Pop. British haben wir hier viel, ne? Ja, wir können mal. British Pop Diva. Ja, das geht ja eigentlich ganz schnell. British. So, das reicht ja schon. Britis. Ja. Sunny Pop. Da ist er. Hier. Unter Retro Pop. So ist das nicht Walking on Sunshine? Kann sein, ja. Muss ich mal gucken. Ja. Es ist aber vielleicht so. On Sunshine. Das ist genau. Ach ja, doch, das ist Originaltempo. Gitarre lastig. Ja. Das war jetzt noch Left. Okay. Okay, da ist man. Auch die Snare ist gepitcht, ne? Die Snare ist gepitcht, runter, tiefer gestimmt und ein ganz anderer Bass drunter, ne? Ja. Also, wenn du mal wissen willst, wie man eine Snare pitcht, ne? Dann geh doch einfach mal bei uns auf die Seite. Da haben wir einen Videokurs zum Thema Style Creator. Da haben wir es, glaube ich, auch gezeigt. Ja, mit allen Möglichkeiten. Also, sowieso nicht genau. Ja, das ist ja geil. Wir wollen ja hier nicht die Geschichte neu erfinden, sondern wie kann man mal aus einem Style schnell was anderes basteln? Mhm. Darum geht es ja ganz oft. Genau. Ne? So, und deswegen, genau, da haben wir ein Video zu. Fällt mir noch eine andere Bassdrum, die dem Original so ein bisschen nachempfunden wird. Ja. Das geht auch hier. Variation B und D sind da relevant bei dem Song. Also man kann das. Da ist jetzt auch eine Achtel Hi-Hat noch mit drauf gekommen. Schön. Genau, das ist schon alles, nicht? Ja. Aber das Markanteste natürlich, man kann da vielleicht alles. Das sagen aber alle. Also alle, die ich kenne, die auch mit Musik gar nichts zu tun haben, die finden das Intro mit dem Sound so. Quirlig. Ja. Ich war mir auch nicht sicher, ob ich da den Sound überhaupt näherungsweise irgendwie hinbekommen kann, aber da liegt tatsächlich das Ding so ein bisschen auf der leisen Anschlagstärke ganz verborgen. Und ja, muss man sich nur noch schnappen. Gute Idee, Rainer. Gute Idee. Gute Idee auch an alle, die uns das geschickt haben. Macht das doch mal. Wir sammeln natürlich immer alle Ideen, die ihr so habt und versuchen die dann auch im Laufe einfach mal zu schauen. Letztens hatten wir eine Frage, ob wir nicht mal, weil das glaube ich, Love is in the Air einfach mal zeigen können. Das sind also egal was. Wir nehmen alles mit rein und das werden wir natürlich noch machen. Wir haben natürlich das ganze Jahr noch vor uns. Ist ja erst Februar. Sind auch noch ein paar im Pool drin, die wir noch abarbeiten können. Sind noch ein paar da drin. Ja, aber genau. Wir brauchen euch und
Ihr braucht uns, von daher ist ja, alles gut. Das sind schöne Ideengeber, nicht? Das ist wunderbar. Ja, sehr schön. Da würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Gerne abonnieren den Kanal, einfach die Glocke und unten abonnieren drücken. Und dann geht doch mal bei uns auf die Seite. Dort kriegt ihr natürlich den Style, den Rainer gebaut hat, kostenlos und natürlich auch den Sound. Ja. Dabei und im Forumbereich. Und dann würde ich sagen, bleibt gesund und bis bald. Sagen wir das Rainer von der www.kiwisakademie.de. Ciao, ciao. Tschüss.